Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Einer meiner Mates hat sich die Map gewünscht. Also, die Farm. Jetzt, die Map ist, die er wollte, weiß ich nicht, aber... Mercy! Ich gehe mal an einen anderen Generator. Durch den Knall ist der, glaube ich, eh wieder komplett runter. Ja, gegen den Nurse muss ich sagen, wenn es keine Master-Profi-Nurse ist, spiele ich eigentlich ganz gerne. Aber lieber noch auf Indoor-Maps, weil du da viel mehr Möglichkeiten hast, mal schnell umzudrehen. Ne, bei der Nurse ist es halt immer gut, wenn man was zwischen sie und einen bringt, also einen Sichtschutz. Weil dann kann sie nicht sehen, was du machst und sie muss raten, wo du hinläufst. Es macht schon Spaß, die Nurse dann auszutricksen. Auf der Farm ein bisschen schwieriger, glaube ich. Geheilt. Wahrscheinlich unterm Haken. Ist das die Map mit der Shack in der Mitte? Ja, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier Nurse's Calling am Start ist. Ich riskiere es. Jen war so schön weit. Aber jetzt sind hier zwei nebeneinander an. Irgendjemand ist an der Shack. Ja, sie jagen sich an der Shack. Nurse geht weg. Nurse geht zurück. Schauen wir mal, ob wir zum Jen zurückkommen. Bestenfalls ist er noch nicht so weit runter. Dafür, dass er fast fertig war, tut schon weh. Dann sind die drei Generatoren in der Reihe gemacht. Wir müssen dann irgendwie die Reihe durchbrechen. Sonst haben wir beim letzten Generator ein richtiges Problem. Gerade die Nurse ist halt schnell von A nach B unterwegs. Es dauert nicht so lange, bis ihre Ports wieder ready sind. Ach, du heilige Kacke. Ansteckende Angst. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Müssen wir bei ihr Angst vor Nöt haben? Schon, oder? Hm.
Also die Chance auf Nöte schon mal um 1/5 verringert. Oder die Wahrscheinlichkeit. Chance ist ja eher... Wenn ich sage, es gibt die Chance, klingt das ja eher nach was Gutem. Aber wenn ich sage, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass der Kinder Nöte hat, klingt es schon ein bisschen bedrohlicher, oder? Wow, sie stand vor mir. Sie war festgehakt vor mir. Und sie trifft trotzdem die Verletzte. Wir haben uns ja quasi gegenseitig blockiert. Also die Nurse und ich. Dort gucken gegangen, ob dort ein Haken ist in dem Jungle Gym. No joke, Leute. Ich hatte gerade den Gedanken, was ist, wenn sie aufgezehrte Hoffnung hat? Deswegen habe ich gerade bei dem Totem hier so runtergeguckt, ob das leuchtet. Warum spielen die denn alle aktuell mit aufgezehrter Hoffnung? Aber wirklich alle. Das ist aktuell in jeder Runde dabei. Uff. Die ersten Gens gingen so gut an. Jetzt haben wir halt alle Generatoren hier auf der einen Seite. Den anzumachen, das ist eigentlich doof. Aber die rennt dort wahrscheinlich bei den anderen rum, bei den anderen Generatoren, wo wir waren gerade. Zu Adrenalin.
So. Ausgänge waren dort hinten, richtig? Die Frage ist immer noch, ob Nöte im Spiel ist. Möchte es eigentlich nicht testen. Bin mir ja nicht im Weg rum. Kein Nöt. Ist die andere am Tor? Halt nicht mit ansteckender Angst. Ich könnte den Haken sabotieren, wenn sie in der Nähe ist, aber... Hier geht's zum anderen, oder? Bestenfalls ist näher nochmal. Naja, warum gehst du nicht zum Haken? Ja, sie will mich grabbeln. Ich kann halt so nicht retten alleine. Jetzt werde ich auch noch sterben, weil Nea ist rausgegangen. Es wird nichts, Leute. Nicht einmal. Warum ist Nea denn jetzt rausgegangen? Sie war unverletzt, sie wusste, dass wir keinen Nöt haben. Das nervt. Toll. Cool, Nea. Hätte auch noch rausgekonnt. Hättest du eingetankt. Bei einer Nurse auch schwierig, ich weiß, weil sie sich natürlich auch vor dich porten kann. Aber... Toll. Das ärgert mich. Ich hätte rauskommen können. Deswegen gehe ich nicht mehr rein, wenn... Oh, das... Dafür hat Nea jetzt eine hässliche Frisur. Seht ihr das dort hinten? Hat sie davon. So. Schade. Naja. Beim nächsten Mal bestenfalls. Ich weiß es nicht. Ich danke fürs Zuschauen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemand seid, der nochmal reingeht,
wenn das Endgame begonnen hat und jemand hängt und ihr wisst, dass kein Nöd am Start ist oder nicht. Das war halt doof, weil die Nähe nicht mitgekommen ist. Ich hätte dann auch rausgehen sollen. Okay. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut und bleibt gesund.